schräg. Was du spielst, wir sitzen auch schräg. Ich sitze schräg. Mir tut der Rücken weh. Ich kann so nicht mehr spielen. Wir bauen eine Bank. Eine Baumbank soll es werden, so wie man sie von alten Dorfplätzen kennt. Dafür braucht's schweres Gerät. Also eine Bank, die sechseckig ist, dann brauchen wir 30 Grad Schnitte. Und da macht sich eine Kappsäge sehr, sehr gut. Wir fangen an mit den Füßen von der Bank. Sechs Füße bzw. Unterteile werden für die Baumbank benötigt. Dafür müssen erstmal die verschiedenen Holzstücke in unterschiedliche Längen und Stärken gesägt werden. Hier wird Douglasie verwendet, die ist besonders wetterfest. Aus diesen ganzen Teilen bauen wir jetzt sechs Füße, die so aussehen sollen. Wichtig immer, leimen, sonst wird's nichts mit der Stabilität und auch das Vorbohren sollte nicht vergessen werden. Das Holz könnte beim Verschrauben reißen. Egal wie groß die Baumbank später werden soll, die Unterteile sind immer gleich. Der Rest ist Fleißarbeit. Nun geht's das erste Mal an den Baum. Das hat schon einen Meter. Wir müssen das natürlich individuell an die Baumgröße anpassen. Der ist schon ein bisschen stärker. Und da müssen wir mindestens einen Meter Banklänge außen haben, dass er rundherum passt. Trotzdem echt immer genug Abstand lassen. Ich meine, jeder Baum wächst. Ja. Da wird im Laufe der Jahre immer dicker und wäre schlecht, wenn nach zwei, drei Jahren die Bank dann irgendwie auseinanderfällt. Nun schlägt die Stunde der Kappsäge. 30 Grad ist der Winkel der Bretter. Drei sollten es für die Sitzfläche sein. Als Stärke sind 2 Zentimeter ausreichend. Dank der präzisen Schnitte der Kappsäge sind die Bretter leicht anzupassen. Sie treffen in der Mitte der Rückenstütze aufeinander und werden mit den Füßen verschraubt. Sind die inneren Bretter präzise zusammengefügt, ist der Rest fast ein Kinderspiel. Als nächstes kommt die Rückenlehne dran. Eine Frickelarbeit, wie unsere Experten finden. Hier sind zwei Winkel, die zu beachten sind. Das ist einmal diese Schräge, die ist 10 Grad bei unserer Bank. Und diese Schräge sind 30 Grad, das ist die genau schön bündig aneinander liegen. So, Roni. Auch die Bretter der Rückenlehnen treffen in der Mitte der Rückenstütze aufeinander. Aber für jedes muss der Abstand immer wieder neu vermessen werden. Die Baumbank verzeiht nicht die kleinste Ungenauigkeit. Oh, Wahnsinn. Eine zweite Reihe für die Gemütlichkeit und noch eine Blende vor die Sitzfläche. Jetzt machen wir hier solche Leisten noch drunter. An zwei Seiten wurde die Baumbank nicht verleimt, wegen der Endmontage. Denn sie muss ja noch an den Baum, in zwei Teilen. Wenn jetzt alles passt, dann ist diese Bank nicht nur stabil, sondern auch ein Unikat.